Heidi Ho, was hast denn hier? Was in der letzten Folge Casino-Schiff eskaliert passiert ist, Frau Walter von Namcheck ist mit aufs Casino-Schiff. Dort ließ der dreckige Hurenbock sich von einem jungen, armen Mann den Arsch abwischen. Du Dreckschwein. Dann brachte er seinen alten Knochen in Wallung. Ein schönes Lied, ein schönes Lied. Und sang für Frau Waldorf. Der Klaviermann spielt mit seinem Glied ein schönes Lied. Zum Glück erkannte der Besitzer, dass Cenk ein stinkender, dreckiger Penner ist und ließ ihn rausschmeißen. Du dreckiger Hurenbock. Ich hab gewusst, dass sowas passiert. Guten Abend. Das ist schlimm, du ziehst dich einfach um und gut ist guten Abend. Aber die akzeptieren nicht mich so, wie ich bin. So wie meine Familie, die hat mich auch nicht akzeptiert. Weißt du, Billy? Ich hab natürlich auch geschimpft mit dem Gavin, aber ich das selber nicht gut fand, was er gesagt hat. Wir sind eigentlich aus Verhältnissen, wo sowas recht üblich ist, dass man bestimmten Etablissements oder Orten sozusagen eine bestimmte Kleidung anziehen muss, um überhaupt reinzukommen. Eigentlich ist es für mich ganz natürlich, aber was kann man denn machen, wenn du die Mitte nicht hast, weißt du? Richtig. Und ich meine, ich habe nicht Glück, dass einfach eine Person zu mir kommt und mir einfach $400 schenkt. Wobei. Ach, Billy. Ist das Hildegard? Nein, ich glaube nicht, dass es Hildegard ist. Das wäre nicht das erste Mal, wo sie mir fremd geht. Sie lässt immer andere Männer auf sich reiten. Hildegard will ja auch mal ihren Spaß haben. Warum kann sie denn nicht mehr mit mir haben? Mensch. Sie ist auch nicht die Jüngste. Und stinken ja. Tut sie auch. Ja, die muss deinen Gestank auch ertragen, du. Ja, das stimmt. Das ist ein Geben und ein Nehmen. Mhm. Es gibt Menschen, die nehmen nur. Ja, das stimmt. Moment, wo ist der Sohn? Wir nicht zusammen, aber wir nehmen ab. So, ich echt weiß nicht. Schlimme Menschen. Letztes Mal kam jemand auch in den Salon, der wollte alles umsonst haben. Echt? Ja, den haben sie dann auch rausgeschmissen, den Penner. Das war es nicht zufällig du? Das kann sein, weil ich war nämlich auch dann draußen. Mach dir keine Gedanken. Ja, Sie müssen denken, seit 60 Jahren bin ich dauervoll. Muss doch viel Geld kosten, oder nicht? Das sagt die Dame, die mir alles bezahlt. Natürlich kostet das viel Geld. Ob der Salon geöffnet hat. Da wir gehen ja auch andere arbeiten, hart arbeiten. Audi! Jenkins hier! Hallo! Was kann ich für Sie Gutes tun? Und zwar bräuchten wir ein Bad für den guten Jenkins. Ein Bad? Ein Bad. Das war aber nicht die Abmachung. Doch, du kriegst doch. Nein, ich will kein Bad! Oh Gott. Und dann geht's Ihnen gut, Herr. Ich will kein Bad. Du kriegst doch auch deinen Schnaps und dein Alkohol. Ich will aber kein Bad. Du kannst doch nicht ganz schmuddelig in die neuen Klamotten rein. Wieso denn nicht? Ja, und hören Sie, Sie müssen sich auch nicht selbst waschen. Mm-mm. Also ich krieg Alkohol und werde von Frauen gewaschen. Richtig. Okay, ich will ein Bad sofort. Ja, das glaube ich Ihnen. Kommen Sie. Jetzt. Warum warten wir? Ich möchte jetzt ein Bad. Ja. Gehen Sie hoch am besten. Aber Sie wissen, Sie müssen der Baddame auch ein bisschen Trinkgeld geben, ne? Das übernimmt dann Frau Waldorf. Ja, hier, ich gebe Ihnen das Geld. Moment. Ja, geben Sie ihm lieber das Geld. Billy, musst du noch das Geld geben? Ich würde auch Männer waschen, wenn ich dafür Geld bekomme. No. Ja, wollen Sie eine Wäsche? No, gracias, señor. Was ist deine Glückszahl? Mir wurde jetzt schon heute 322 Mal gesagt, dass ich hässlich bin. Oh, Sie sind doch gar nicht hässlich. Nein, Sie sind doch nicht hässlich. Doch, und deswegen wurde ich auch rausgeschmissen eben beim Boot. Da habe ich auch mit denen geschimpft, aber das sind leider deren Konditionen. Also, außerdem wird dir das nicht schlecht tun, wenn du neue Klamotten hast. Die kleben doch alle schon, hast du selber gesagt. Die sind ganz hart. Ja, natürlich kleben die und sind hart. Kommen Sie, Helga wascht Sie, kommen. Oh, Helga. Wir hatten damals ein Schwein, das hieß auch Benimm Helga. Benimm dich! Was? Das sollt ihr vielleicht nicht sagen. So, bitteschön. Gehen Sie ruhig rein.
Okay. Ja. Viel Spaß. Trocknen Sie mich dann auch ab? Helga trocknet sie ab. Okay. Hallo Helga. Ich bin's, Cenk. Oh. Oh, hallo, die Helga. Hello. Aber lassen Sie die Finger bei sich beim Waschen. Wir wollen ja nicht angeln zusammen, also lassen Sie die Köder in Ruhe. Aber das letzte Mal, als mich da jemand berührt hat, war das Hildegard, als sie mir gegen den Kopf getreten hat. Lassen Sie das, Helga. Ich bin empfindlich. Ich bin hier kitzlig an der Stelle. Lassen Sie das, Helga. Hey, Helga, das ist kein Wurm. Hören Sie auf. Oh mein Gott. Vielleicht brauchen wir noch einen Doktores. Helga hat mich an Stellen angefasst, die kannte ich vorher noch gar nicht. Wenn Sie sich darum kümmern, ich glaube nicht, dass eine Lady das jetzt betrachten sollte. Was ist denn passiert, Amigo? Ich weiß nicht, wo Helga herkam, aber ich glaube, die dachte, das wäre ein Köterwurm. Aber es war kein Köterwurm. Oh mein Gott. Den Scheiße. Sie da gezogen hat, die hat mir Aua gemacht. Oh Scheiße, ich sehe es. Schauen Sie mal, wie rot das ist. Ja, sie. Vielleicht sollten Sie einen Doktorus aufsuchen. Das sieht gar nicht gut aus. Ja, ich weiß. Noch nie so etwas Rotes gesehen. Ich würde ja lachen, wenn es witzig wäre. No, ich glaube nicht. Ich glaube, es kann gerettet werden. Mit ganz viel Liebe. Oh, schaut sie mal. Nein, schon gut. Ich glaube Ihnen das. Als Knabe. Können Sie das irgendwie verdecken? Das sehe ich, hole Ihnen was. Vielen Dank. Ich werde heute Nacht schlecht schlafen. Guck keiner rauf, Billy. Tut es denn so weh? Ja, es pocht ganz dolle. Nehmen wir mal hier das Tuch, sie. Ich glaube, es hilft nur, wenn ich einen Schnaps trinke. Ach ja. Gut, dann habe ich direkt einen für dich. Dreh dich nicht um, ich reiche ihn dir. Okay. Na? Ah! Frau Waldorf, was machen Sie denn da? Hier, Amigo. Bitte ja, hier rum. Vielen Dank, bitten Sie es drum, bitte. Ja, natürlich. Oh. Oh nein. Ich muss erstmal meine Hände waschen gehen. Mich stört es nicht. Passt das so? Ja. Könnten Sie vielleicht oben meine Kleider bringen? Ich kann Helga nicht mehr ins Gesicht gucken. Ja, die hole ich Ihnen natürlich. Okay. Nein, ich glaube Ihnen. Das wird alles großes Wandlungs. Meine Augen. Alles gut. Helga, du kleine Puta, gib die Sachen zurück. Hab ich dir jedes Mal gesagt. Helga. Ich bin Helga. Es tut mir so leid, ich werde mich mit ihr schämen. Sie wird eine Abmahnung bekommen. Das es tut Helga. Mir wirklich leid, Mr. die Kleider hält. Das ist doch nicht die an. Feine Art. Du, was weißt du denn schon von der feinen Art? Ja, gar nichts. Ja, also. Das ist es doch. Aber ich glaube nicht, dass es normal ist, dass die Wäscherin da meinen Wurm anfasst. Um die Seniora kümmere ich mich später, sie. Okay, hier ist ein Schnaps. Oh ja, den brauche ich jetzt. Ja, Sachen liegen auf dem Tisch, Seniora. Ja. Oder brauchen Sie noch Hilfe beim Anziehen? Ja, das wäre nett. Ja, das kann Frau Waldorf machen. Frau Waldorf, helfen Sie mir. Wie kann ich das denn machen? Ich bin eine Lady. Nein, mich das, doch anziehen. Das macht Miss Waldorf sicherlich nicht. Dann mache ich das. Mach die Arme hoch, damit ich wieder reinkriege. Das ist aber jetzt nur so schrumpelig wegen dem kalten Wasser. Wenn du das jemandem erzählst, dass ich dir geholfen habe, sie. Ja. Das bleibt unser kleines Geheimnis. Wir werden einen Whisky trinken. Ja. So. Perfekto, sie sehen doch aus wie ein neuer Mann. Vielen Dank. Noch nie so einen gut riechenden Mann gesehen. Ich fühle mich aber nicht wie ein Mann, nachdem was Helga mit mir gemacht hat. Machen Sie Ihren Kopf hoch, dann wird alles gut. Ja. Deine Cousine hat dich doch bestimmt auch schon da unten angefasst. Sagst du doch selber, dass du mit der verheiratet warst. Deine Cousine? Ja. Deine Cousine? Was ist hier los? Die hat immer Schweinerei mit mir gemacht. Weißt du, was? Will ich wissen, was? Ja, das ist eine lange Geschichte mit seiner Cousine. Ich glaube nicht.
Die war auf vier Pfoten mit Ringelschwanz und oink oink. Was? Nee, ja, das reicht. Wie dem auch sei. Jetzt geben Sie dem Senior ein Whisky. Ja. Ja, ich habe ihm schon eingegeben. Am besten machen wir das so. Reicht nicht, mein Kummer ist viel größer wie ein Whisky. Ich werde für Sie beten, Mr. Billy. Ja, vielen Dank. Ich verspreche es. Sie werden im nächsten Gebet dabei sein. Ja, vielen Dank. Und vergessen Sie nicht Hildegard. Hildegard ist ein Esel. Nein, Hildegard ist meine Frau. Die mag das nicht, wenn man sagt, sie ist ein Esel. Die ist aber ein Esel. Das mag sie aber nicht. Jetzt verstehe ich, warum das so rot ist. Das war Helga. Das bleibt privat. Nur ich und Hildegards vier Pfoten wissen das. Abdullig. Pfoten, die Hufen. Vielleicht Hufen, so. Ja. Und sie bittet für Helga, sie, ich kümmere mich gleich um sie. Ja gut, das sind jetzt genug Informationen. Wir wollen jetzt auch nicht die Lady hier... Das war jetzt Billy. Ja. Sie haben die arme Frau verstört. Mich gleich mit. Ich habe doch gar nichts gemacht. Kommen Sie, wir ziehen Sie neu an. Wir ziehen neue Klamotten an. Er hat nur ein Bier getrunken. Kommen Sie. Sie wollen auch noch im Salon spielen. Billy, wenn Sie möchten, kommen Sie gerne. Helga ist ein Krokodil. Die dachte, sie kann bei mir Schnapp machen. Gut, wir gehen dann. Dankeschön. Ne? Sehen Sie sich um und kommen Sie gerne wieder. Tschüss, schönen Abend noch. Ja, Billy Jenkins ist mein Name. Gott schütze Sie. Bestellen Sie Ihrer Frau schöne Grüße. Welche Frau? Ihren Esel. Ich bin doch kein Trottel, ich bin doch nicht mit meinem Esel verheiratet. Tschüss, vielen Dank noch. Adios. Waldorf, ich kann nicht mehr, Sie müssen mir helfen. Das hat irgendwie komisch geschmeckt. Vielleicht war das auch das Putzwasser oder so, das hat ganz komisch geschmeckt. Oh. Da war die Ratte heute Morgen besser. Gucken Sie weg, Frau Waldorf. Das ist der ganze Stress von Helga. Moment, da kommt, glaube ich, noch was. Das ist sehr unruhig. Das müssen Sie dann beruhigen. Sie müssen mich auch beruhigen. Ich kotze gleich. Bitte hören Sie auf. Ich kann es nicht stoppen. Vielleicht brauche ich erst einen Schnaps. Der ist mir. Nein. Scheint wohl immer zu viel getrunken, ne? Hallo. Komm. Ich hab jetzt nichts zu sagen. Nein, ich wurde von Helga belästigt. Hier, ich geb dir einen Kaffee. Gell. Ja. Komm. Kaffee klingt gut, ja, ich komm ja schon. Also möchtest du dich umziehen oder willst du das nicht? Eigentlich will ich das nicht, aber ich will auch auf dieses Boot. Dann kannst du auch ganz viel spielen. Ja. Es danach kann ich mich ja wieder umziehen. Auf Reisen. Wer singt denn da? Frauen. Vier Frauen. Nein. Die gehen aber auf Reise. So.